Meine Heimatstadt im Dritten Reich. Das ist ein schönes Thema. Was wollen Sie denn da schreiben? Du schreibst ja nur das Positive, gell? Ah ja. Ich hab nichts zu verbergen. Das sind die Fakten! Und jetzt schauen Sie, dass weiterkommt! Entschuldigung, ich wollte... Was? Nur ein Aufsatz... Aber schnell! Wie deine Partei oder Organisation... Arbeiten Sie im Auftrag der DDR? Ist Simon Wiesenthal Ihr Vorbild? Er? Na, mein Vorbild ist meine Oma! In den Akten stehen schließlich auch intime Dinge über viele Bürger und Familien unserer Stadt. Weißt du, wozu ich mich erschlossen habe? Ich verklage die Stadt auf Herausgabe der Akten. Okay, also was macht doch kein normaler Mensch? Runkelrübenanbau ab 1939? Die Hundestaffel? Die Akten sind zu alt. Die Akten sind zu jung. Ja, das habe ich doch überhaupt nicht bestellt. Ja, dann geh doch in die DDR. Sie sagt, das ist ein soziales Engagement. Was heißt soziales Engagement, wenn der eigene Mann die Kinder ins Bett bringen muss? Herr, segne unseren Kampf. Herr, segne unseren Kampf. Das bringt da Glück. Ja, bestimmt. Sie schreiben ein neues Buch. Darf man erfahren, zu welchem Thema? Wenn Sie das ausbreiten, dann gehe ich aufs Ganze. Ich werde Sie vernichten. Denken Sie an meine Worte. Lina Stolze ist das schreckliche Mädchen in dem neuen Film vom Team der Weißen Rose. Das schreckliche Mädchen. Ein Film von Michael Verhoeven.